macht sie jetzt? Die bringt das Giftmüll weg? Den Giftmüll? Soll sie das machen? Ja, soll sie machen. Ansonsten hat sie ja nicht viel zu tun für die nächsten 20 Stunden. Sind die ganzen Leichen reingetragen? Sieht auch so aus. Selbst Tragobot hätte da nicht mehr viel zu tun. Wunderbar, wir spulen. So läuft's. So, wir haben ein paar Reisende, die hier durchdüsen. Uhu Kleber, Novak Twitch und Baumenthaler saufen hier gerade nach Osten. Ja, wahrscheinlich eher nach Norden. Osten haben wir ja die Küste. So ein paar eingeborenen Klamotten und Waffen dabei. Ein Poncho aus Hundeleder. Ja, die lassen wir mal in Ruhe. Mit denen können wir eh nicht quatschen. Die gehören dem Club an. Ja? Nee? Doch, oder? Den Pack der Kagua. Okay, lassen wir erstmal. Lassen wir sie durchziehen. So, Elsicken bringt den Kram weg. Und kommt wieder. Sehr schön. So, Chat. Es sieht ganz gut aus. Nika kocht jetzt für uns. Olivor ist wieder geheilt. Denn gucken wir mal nach dem Tentakel. Sind keine Krankenbetten verfügbar. Seit wann brauchst du denn dein Krankenbett? Hast du doch eben auch nicht gebraucht. Brauchst du auch nicht. Was war das denn für eine Meldung? Geht auch so. Brauchst keine Krankenbetten, erzähl mir nichts. Wer kümmert sich denn? Bia kümmert sich. Okay, Bia hat ja einen Skill von Medizin 8. Mal gucken, ob es diesmal klappt mit dem Tentakel. Fleischmassenoperation. Der Versuch, den Tentakel von Olivor zu entfernen, hat dazu geführt, dass die entstellte Fleischmasse angreift. Die Fleischmasse hat sich von Olivor gelöst und in eine Fleischbestie verwandelt. Sehr gut. So, rechte Schulter abgeschnitten. Den Tentakel konnten wir leider nicht sichern. Ist noch einen Tag sediert. Hat aber noch Körperteile. Ich würde sagen, wir gucken mal, ob wir bei Olivor weitermachen können, weil die Operation von Bier an Olivor ist fantastisch geglückt, keine Verletzung, alles gut verheilt direkt. Ich würde sagen, wir schneiden ihm mal kurz die rechte Niere raus. Und die linke Lunge. Das kann tatsächlich Bier direkt nochmal machen. Interessant, diese Fleischoperation war auch nicht schlecht. Oh, Olivor hat das gar nicht mitgekriegt. Ja klar, du bist sediert gewesen. Kolonie keine Probleme damit, Organe zu entfernen? Nee, ich glaube nicht. Wir sind ja progressive Kannibalen, da ist das okay. Ansonsten gucken wir mal. Aber ich glaube, bei Kannibalen ist das okay. Elsicken wird das nicht mögen.
Alright, Medizinstufe 9, Operation an Oliver gescheitert. Stich in Torso, ja, wieder wie eben, hat nicht so richtig gut funktioniert. Wir sollten die Lungenoperation kurz abbrechen und warten, bis Olivers Torso wieder verheilt ist. Elsicken fand das jetzt nicht schlimm. Aber es ist ja auch nichts passiert, sondern nur ein kleiner Unfall. Und sie gehen alle schlafen. 2 Uhr nachts bei 25 Grad. Olivors Kühlung wird nicht mehr aufgefüllt. Wir schreiben Jugus. Bald wird es wieder ein bisschen kühler. Nahrungsmittel haben wir genug. Yep, alles sehr, sehr gut. Ich würde fast sagen, wir können wieder ein bisschen schlachten. Ja, machen wir. Der passt noch besser in den Schrank. Wieso liegt das Fleisch? Wieso trägt er das? Hier trägt er das doch auch rein. Was ist da das Problem? Nahrung. Hohe Nahrung. Fleisch ist eigentlich... Ah, warte. Wir können ja mal... das ganz wichtig machen. So. Habe ich gerade korrigiert, Trudel. Unser Sklavenkoch, Nika. Das gefällt mir ganz gut. Kochen 9. Kocht ein paar leckere Mahlzeiten. Mit Menschenfleisch, das gefällt unseren Leuten auch richtig gut. So, wir wollten hier mal 10 Sichtdiebe schlachten. Plus 5 Menschen. Machen wir mal 15 Schlachtaufträge. Wir haben von einem antiken Terminal erfahren, das Informationen über unsere Reliquie enthält. Das Terminal ist jedoch von einem Stammesdorf umgeben. Okay. Ja, das kennen wir. Da sollen wir hin. Kriegen dann Infos für unsere Reliquie. Wir nehmen das mal an. Wo ist das Dorf? Oh, das ist ja gleich um die Ecke. Das ist gar nicht so schlecht. Aber das müssen wir ja nicht sofort machen. Gucken wir mal. Vielleicht gibt es ja demnächst eine Quest, wo wir irgendwie ein paar Leute mal wieder gestellt kriegen oder so. Und dann können wir das vielleicht auf uns nehmen. Aktuell 6 Kolonisten. Ein Sklave dabei. Und einmal Elsicken mit unbekannter Intention. Eine Alchemistin, die in 2 Stunden wieder aus Stahl andere wertvolle Materialien alchemistisch herstellen kann. Tragobot ist noch am Aufladen, deswegen... haben wir hier noch die Stahlstücke nicht liegen. Ansonsten dürfte Tragobot die gleich holen. So, wie lange dauert es noch? 1 Stunde. Welchen Stahl sollen wir als nächstes nehmen? Wir können mal hier gucken, ob wir diesen Tisch aus Stahl einfach... Das machen wir mal. Ja? Brauchen wir auch mittlerweile mehr Stühle? Was? Ich glaube, Bier ist ja tatsächlich jetzt bauauftragstechnisch durch. Das heißt, naja, komm, wir bauen hier mal das noch fertig. Aber das heißt, dass wir ihn ein bisschen trainieren können. Wir lassen vielleicht ein paar Stühle mal herstellen. Amboss jetzt hier zusammen. Nika kocht weiter und Amboss, es wird, Nika wird wahrscheinlich durchdrehen. Jetzt, wenn wir 5 Leute zerhacken, dürfte das ist der erste Mensch, der zerhackt wird, das dürfte gleich einen Hit geben auf Nika. Ich glaube nicht, dass Nika das mitmacht lange. Ich
Nein, das hat Nika überhaupt nicht interessiert. Interessant. Ach so, nein, Nika ist ja auch Sklave. Ich wollte bei Elsicke gucken. Was sagt Elsicke dafür? Sah eine Leiche. Mensch wurde geschlachtet. Minus 3 nur für Menschenschlachtung? Hätte ich jetzt mehr erwartet. Okay. Ja. Nicht so schlimm. Sind die alten Autos auch Stahl? Ja, wahrscheinlich schon, aber wir haben das getestet. Diese komischen... wie soll ich es nennen? Schutt-Sachen, die funktionieren nicht für Alchemie. Eigentlich brauchst du eine zweite Aufladestation. Ja, nicht wirklich. Kann man machen, wenn man möchte, aber machen wir nicht, weil wir brauchen sie nicht, denn es dauert 2 Tage, einen Bot aufzuladen. Und ein Bot hält 10 Tage. Wenn alles perfekt und glatt läuft, kann man sich relativ easy ausrechnen, kann man mit 5 Bots eine Ladestation perfekt bestücken. Natürlich läuft es nie so perfekt und eine zweite Ladestation wäre cool, aber wir sparen uns das. Erstens, weil wir nicht so viel Strom haben, zweitens, weil wir nicht so viel Materialien haben und drittens, weil wir es nicht brauchen. Hin und wieder dürfte mal ein Bot denn gerade keinen freien Platz finden, aber dafür jetzt extra eine Ladestation, die extrem viel Strom und Ressourcen braucht, hinzustellen, halte ich jetzt hier in der Situation für nicht nötig. Wir haben eine Besuchergruppe. Angmar, Atze, Wurm und Trudel. Oh, ist Trudel? Nee. Ich habe nur den Hintern von Trudel gesehen. Dachte, es wäre ein Kind. Aber es sieht aus, als wäre es ein Haufen Nudisten. Schmerz, Tugend, Nudismus, Craft Culture kommen hier vorbei, möchten mit uns reden. Trudel, 23 Jahre alte Kriegerin mit Drogenfaszination. Eine frohe Natur, die hochsensibel ist, hat ein paar Skills. Atzelwurm, kann gut mit Pflanzen, hat Drogeninteresse und ein eiserner Wille und Freundlichkeit. Bei Desert of Angmar mit Tiere und Kämpfen. Mal hat er schon fertig gebaut. Nicht schlecht. Kumpel. Nicht schlecht. Sind die Dinger hier? Ja. Richtig gut. Ein menschenjagendes Rudel. Ach, herrje. Kleine Pandas. Aber nicht zu wenig. Wir haben 26 kleine Pandas. Eieiei. So, wie sieht's aus? Wir haben ein paar Besucher. Die dürften jetzt Probleme kriegen. Leider sind die komplett naked. Das würde uns nicht mal was bringen, wenn die sterben, außer ihr Fleisch. Würde schlechte Laune mit dem Club geben. Aber wenn die jetzt hier rumlaufen... Sag mal, ich habe nicht die Möglichkeit, ihren Sammelplatz irgendwo festzulegen. Oder ist das mittlerweile in Vanilla drin? Das gibt's nur als Mod, oder? Karawanensammelplatz. Machen wir mal hier hin. Mal sehen, ob das als Karawane gilt. Thank you.
Können wir nichts machen. Die laufen jetzt hier rum. Wir hätten sie hier vorne verteidigen können, aber leider haben wir das so, dass die immer hier in diesem Areal sich versammeln. Das wird ihr Tod sein. Nicht schlecht. Karawanenplatz ist für eigene Kolonisten, naja. Das funktioniert nicht. Das gibt's nur als Mod, glaube ich. Sonst wäre das hierbei, ne? Ja. Tut mir leid, ich hätte gern mit euch gequatscht. Ihr seht nicht aus, als hättet ihr was zu handeln dabei, aber... Gucken wir mal. Oh, die Pandas. Ein paar davon teilen sich auf. Gebt ihr auf? Nee, ne? Ja gut, Elsicken, du hast ja ein Schießgewehr. Du kannst wieder transformieren. Aber wir haben gerade nichts. Wir könnten... Nee, das geht nicht. Kannst nur testen. Den Stall noch transportieren. Da liegt auch noch was. Sehr schön. Ja. Elzog. Hast Fernkampf 10, ne? Können wir dir noch was in die Hand drücken? Eine MP. Dann, Amboss schläft gerade. Laune, okay. Bewaffnet mit MP. Bitte. Rex Zeke, bewaffnet. Natürlich, gute Laune. Bitte. Und Bier mit der Shotgun, geht's auch gut. Seht gerade ein bisschen Coca. Trudel versucht es mit den 26 roten Pandas aufzunehmen. In 15 Gold transmutiert hat Elsicken das gerade. Trudel bewusstlos hat 6 Stunden. Ei, das wird nichts. Okay. Hatzewurm tot. Angmar versucht zu flüchten und ist auch gar nicht so langsam gegen die kleinen Pandas. Scheint wegzukommen, Angmar. Das schaffst du. Aufpassen, dass nicht irgendein Bot draußen rumstreunern geht. Ich würde ja Trudel gerne retten, aber das wird nichts. Was macht denn eigentlich unser Vampir? Ja, unser Vampir ist wieder aufgestanden. Todesschlaf vorbei. Sehr gut. So, Desert of Angmar wird jetzt flüchten. Jetzt können wir gucken, ob wir es schaffen, Trudel Wer ist denn am schnellsten hier? 3,78 4,48 Ah, du bist gerade, hast du Lebensmittel? Ah, du bist auf Drogen. Okay, Bier aktuell nur mit einer juckenden Narbe am Auge und mittelmäßiger Stimmung wäre in der Lage, hier kurz mal zu versuchen, Trudel zu retten. Angmar verlässt die Karte. Die kleinen Pandas drehen um. Wir probieren es mit mega gefährlich. Ich glaube nicht, dass das klappt. Elsicken, wo willst du jetzt hin? Du willst Stahl wegtragen. Von hier oben. Ach, das Zeug. Ja, nee. Pass mal auf, das machst du jetzt nicht.
Das machst du jetzt nicht. Ist kein guter Zeitpunkt. Wir haben draußen 10 verrückte Pandas rumlaufen. Da oben kommen sie. Hier liegt Trudel. Ah, das könnte klappen. Bier wird jetzt natürlich extrem langsam, wenn er versucht, Trudel reinzubringen. Trudel hat noch 3 Stunden. Wir werden Trudel gar nicht ins Bett bringen, sondern direkt hinter der Tür auf den Boden legen. Oh, das könnte klappen. Sticks? Okay. Pizza Fee hat für ein Random Event gesorgt. Ein Dutzend Mozzarella-Sticks bekommen. Das scheint zu klappen. Da kommen die ersten Pandas. Ja, alles wunderbar. So, Elzog. Was haben wir jetzt hier? Amboss wecken wir auch nochmal um. So, ob sich das überhaupt gelohnt hat oder ob uns jetzt Trudel hier direkt sterben wird. Trudel hat noch 2 Stunden. Mega treffsicher. Krass. Ah! Nein, shit! Putzbot will draußen umherwandern. Ey, da muss ich echt mal... Wenn ich sie in Gruppen aufteile, kann ich nur Tragobot vielleicht sagen. Das könnte klappen. Na egal. Erstmal zurück mit dir. Parallel verarztet. 1 Stunde noch. Knappe Nummer. Pandas. Einer noch. Ne, der ist verblutet. Beziehungsweise bewusstlos. Okay, alle Pandas. Alle Pandas down. Elsecken, du kannst wieder machen, was du willst. Agrarhelfer, du kannst auch wieder spazieren gehen draußen, wenn du möchtest. So, ich glaube, Trudel schaffen wir nicht. Ich hätte Medizin dabei gehabt. Das wäre gut gewesen. Form des Hedonismus respektlos behandelt. Ich glaube, die dürfen wir nicht im Schlafzimmer stellen.
Ein menschengroßes Objekt, das zu einem Kunstwerk geformt wurde. Auf dieser Arbeit ist eine Darstellung von Büchsenmachern, die Uno spielen. Ein Jaguar befindet sich am Rande des Bildes. Die Szene spielt inmitten eines Dorfes, was ungewöhnlich für diese Art von Arbeit ist. Wo soll ich das denn aufstellen? Raumgröße 25 Zellen. Haben wir eigentlich im Schlafzimmer? 4 Säulen, keine Betten erlaubt, keine Arbeitsstätten erlaubt. Okay, 4 Säulen, keine Betten, 4 Säulen. Okay, wir brauchen 4 Säulen. Kriegen wir hin. Aus. Tiefer. So, ja, ne? So, dann müssen wir die Dinger rausholen. Okay. So, nicht alle haben Skaria. Da sind aber schon einige. Sehr gut. So, Tragobot, bist du mal wieder aufgeladen? Ja, gleich ist der aufgeladen, wird alles reintragen. Ich wecke ihn sogar jetzt auf. Wunderbar. Okay, Elzog ein bisschen durchgedreht, nicht schlimm. Nika geht's gut. Unsere Köchin Elsicken hat ein bisschen schlechte Laune. Da müssen wir mal gucken. Da wurden ein paar Bäume verletzt, ne? Ah. Die Menschen wurden geschlachtet. Mhm, mhm. Ja, wir müssen sich halt mal versuchen. Ah, wir können wieder Glaube festigen. Wunderbar. Warten wir, bis sie aufgewacht ist. Dann machen wir das als erstes. Glaube bei 93%. Uiuiui, okay. Noch eine Quest. Die fürchterlichen Schwärme von Ken Follett. Kusura hat ein dringliches Anliegen. Ein mechanoider Schwarm attackiert seit geraumer Zeit ihre Siedlung. Sie möchte, dass du die Mechs mit einem Signal in deine Richtung lockst. Okay. Damit sie das Nest vernichten können. Alter Schwede, was ist denn hier alles? Uiuiui. Dafür? Nee. Hau ab, nee. Das ist ein Witz. Das ist ein absoluter Witz. Das brauchen wir nicht. Wäre cool, aber come on. Das ist es nicht wert. Ein Abfackler, 2 Meditoren, 1 Schnitter, 2 Tesserolen, 1 Countdown-Aktivator, 1 Mac-Knoten. Naja, okay, eigentlich ist es nur ein Abfackler, 2 Meditoren. Meditoren sind ein Witz. Die 2 Tesseronen. Was sind die Tesseronen nochmal? Also Abfackler, gefährlich, wegen dem Feuer, Schnitter, gefährlich. Hm. Aber nee, ich gehe das Risiko nicht ein. Nee. Nee, nee, nee. Das lohnt sich überhaupt nicht. Okay, Tragobot bringt die Kuscheltiere rein. Bier liegt gefährlich nah neben dem geothermalen Geysir. Essig mampft ein bisschen was. Die Laune mittlerweile wieder ein bisschen besser. Und Rex Zeke ist jetzt auch wach.
will jetzt kurz Nika unterdrücken, aber wo willst du denn hin? Ach, du willst den Panda holen. Okay, pass auf, dann machen wir schnell die Bekehren-Nummer. Nee, ich glaube fest. Nee, warte mal. Bekehren wollten wir. Um 93:65 geht doch. Ist doch in Ordnung. Okay, lass mich mal kurz die letzten Dinger aufessen, okay? Wir spulen mal so ein bisschen. Das sind die Laserbots gewesen, ne? Ja, okay. Bonnie meint, wir brauchen mal wieder einen, der Joints baut. Ne, die haben wir im Kühlschrank, oder? Ne, keine mehr da. Ja, das stimmt, Angmar. Aber da bin ich zu faul für. Außerdem ist meine linke Hand voll mit Mozzarella-Stick-Fett und hält den Mozzarella-Stick in der Hand. Mir jetzt die Mühe zu machen, da extra zur Tastatur zu greifen, nur um kurz ein paar Mal mit der linken Maustaste zu klicken, ist es mir nicht wert. Ich bin generell sehr faul, was es, wenn es darum geht, die Tastatur zu benutzen, wenn es nur wenige Tasten sind. Wenn es ein Ego-Shooter ist, wo du eh die Tastatur an der Hand hast. Die Finger auf der Tastatur. Ja, okay. Aber wenn ich ein Strategiespiel spiele, wo ich das eigentlich nicht brauche, verzichte ich da an der Regel komplett drauf. Viel schönere Dinge gibt es, die die linke Hand machen kann, während man ein Strategiespiel macht, oder? Ich würde mir die jetzt mal kurz waschen. Mit WASD die Karte steuern? Nee, dazu hast du die mittlere Maustaste, hältst sie gedrückt und machst wui, wui. Brauchst du nicht die linke Hand. Was hat ihr eben gebimmelt? Doch gehört. Irgendwas fertig geworden? Ah, warte mal, ist das jetzt durch? Haben wir jetzt...
Ja, wir haben jetzt unsere religiösen Objekte am richtigen Ort. So. Okay, Chat, das läuft doch ganz gut. Wir können jetzt tatsächlich so Quality-of-Life-Sachen machen. Also, beziehungsweise, wir können jetzt Dinge machen, die nicht unbedingt lebensnotwendig sind. Was macht ihr denn? Ach, er holt den Stahl. Das ist okay, die ganzen Raubtiere sind hier im Südwesten. Das könnt ihr kurz mal machen, da sind zu viele andere leckere Tiere, bevor... Ja, da wird uns schon keiner angreifen. Ich hätte zwar viel lieber, dass das Tragobot macht. Was macht der denn? Der trägt 86 Silber. Wo hast du die denn jetzt her? Na gut. Hier hat ein bisschen was zu reparieren. Kann wieder transmutieren. Oh ja, ich kann wieder transmutieren. Wunderbar. Dann transmutieren wir mal kurz diese Tür. Oh Mann, die Mozzarella-Steaks lecker. Kann ich empfehlen. In dieser heißen Fritteuse, die Pizza Fee herangeschafft hat, gehen die auch viel besser. Ansonsten hat man ja bei diesen Chili Cheese Nuggets und auch bei den Mozzarella. Die hat er. Das ist ja auch witzig. Die hat eine Plastahltür draus gemacht. Verrückt. Okay. Sehr interessant. Sehr gut zu wissen. Okay. Und auch diese Mozzarella-Sticks, die laufen ja extrem schnell aus. Die haben ein Zeitfenster von 20 Sekunden oder so, in denen die Mozzarella-Sticks oder Chili-Cheese-Nuggets fertig sind und dann nicht auslaufen. Nach 20 Sekunden, zack, läuft das Ganze aus. Aber in dieser heißen Fritteuse, da tun die das nicht. Das funktioniert ganz gut. Na gut, Tragobot ist auch unterwegs und Nika trägt jetzt auch ein bisschen Stuff. Na gut. Zeit für eine Expedition. Ja, das könnte man tatsächlich jetzt ganz gut machen, aber wir haben immer noch zu wenig Manpower. Wenn wir ein bisschen Verstärkung haben. Es gibt ja manchmal Quests, wo irgendwie ein halbes Dutzend Leute plötzlich einem joinen für 10 Tage, dann würde ich das machen. Aber es bringt überhaupt nichts, da jetzt irgendwie 3 Leute loszuschicken und 3 hier zu lassen. Dann würde ich alle losschicken und... Also, nee, das geht nicht. Das ist mir jetzt wirklich zu riskant. Da kann ja alles passieren. Da kann ja der ganze Run kaputt gehen. Das ist viel zu riskant. Wenn wir jetzt die Leute dahin schicken und die sind einen Tag weg, kann der ganze Run den Bach runtergehen, nur weil wir Pech haben und in dem Moment ein Raid kommt, der unsere ganze Basis in Schutt und Asche setzt. Nee. Das ist einfach zu riskant, zu random, zu gefährlich. Ey, wenn du beim Döner gar nicht so viel Soße drauf machst, Suchtpotenzial, weiß ich nicht, ob das so schlimm ist. Also ich gehe nur von mir aus. Bei viel Käse und viel Fettig, wäre wahrscheinlich das Problem. Aber come on, wenn du jetzt schon Sodbrennen hast, wird ein Döner doch jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr viel schlimmer machen, oder? Hau rein, würde ich sagen. Kinderzimmer fertig einrichten, sagt Appmaster. Ja, wir gucken mal. Rex Zeke aktuell jetzt im zweiten Trimester, genau. Und wir passen ganz gut auf Rex Zeke auf. Es könnte sein, dass die erste Schwangerschaft tatsächlich auch erfolgreich ist, was ungewöhnlich ist für RimWorld. Wir brauchen ein Schulzimmer.
Das Schulzimmer muss nicht unbedingt permanent bleiben. Das, da machen wir die Sachen aus Holz und können sie kaputt machen. Frage ist, setzen wir das hier rein? Oder haben wir dafür eine wichtigere Verwendung? Wir brauchten, eigentlich bräuchten wir mittlerweile auch mal einen Thronsaal und solche Faxen, ne? Der wäre dann wahrscheinlich hier angesagt. Ja, das würde symmetrisch auch nicht so richtig hinhauen, ne? Wir müssen die Basis langsam vergrößern. Hier so eine Schultafel. Wo ist die Schulbank? Ja, da ist ein Schultisch. Das ist es auch schon, ne? Mehr hat man nicht in der Schule. Wo ist das kleine Babybett? Was habe ich denn hier platziert? Babydeko aus. Achso, okay. Ja, nee, die Spielkiste setzen wir denn hier hin. Ja, ein paar Spielsachen für die Kids. Kommt auch eine Lampe rein. Drum haben wir, jawohl. An den Schultisch, meinst du, brauchen wir? Okay. Oh ja, es werden wieder Zylinder hergestellt. Ne, Staubmäntel aus Menschenhaut, denke ich. Macht das Sinn, die ganzen Leichen hier zu den Bäumen zu legen? Was bringt das eigentlich? Was bringen diese verdammten Bäume? Die hatten wir schon so oft, aber die hatten noch nie irgendwas gebracht. Wir bringen mal die ganzen Frettchen dahin hier. Warum sehen die Symbole für Gegenstände so ultra hässlich aus? Was meinst du, die Symbole für... Du meinst die Symbole hier? Ja, das sind nicht die schönsten, das stimmt. Aber ich finde, es passt schon zum Style des Spiels. Und die wurden kontinuierlich auch immer ein bisschen verbessert. Das sah schon mal schlimmer aus. Sind nicht die schönsten, gebe ich zu. Hab mich dran gewöhnt. Was bauen wir noch? Grüß dich, Ray. Kann man dann ernten, Bioferrit? Aha, okay, danke, Future Ben. Bis jetzt. Soll ich den Baum ernten? Soll ich den hacken? Danke dir, Suchtpotenzial. Viel Erfolg, viel Spaß, schönes Wochenende. So, okay, warte mal. Hier haben Erik Zeke hat mittlerweile kaputte Kleidung. Was ist denn das? Das ist die Hose aus Stoff. Und El Zock braucht eine neue Gasmaske. Gasmaske können wir nicht stricken, aber wir können ein paar Hosen bauen. Wann sind denn unsere Pilze durch? Oh, das dauert natürlich. Die sind erst bei 36%, Leute. Boah.
Haben sie das verlängert? Das kommt mir ja mega lang vor. Ist das länger geworden? Ja, zu Recht eigentlich. Eigentlich war das vorher... Die haben schon lang gebraucht, aber trotzdem. Habe ich ein leichtes Stromproblem? Oh, so langsam könnten wir ein Stromproblem kriegen. Haben wir neue Stromdinger? Ja, ne? Nee, eigentlich haben wir nicht viel neue Strom. Wir hatten eigentlich bis jetzt noch kein Stromproblem und noch keine neuen Stromverbräuche. Verbraucher. Ja. Aber wir könnten jetzt mal tatsächlich upgraden. Neuer Strom. Nein! Ich Idiot! Wieso passt das nicht? Ach so, ich habe jetzt schon an den Thermal... Ah, okay. Na, dann setzen wir das hier hin. Ja, ne? Hier setzen wir einen hin. Machen wir mal. Noch nach unten bauen kann. Achso, eine Z-Achse. Nee, das geht bei RimWorld leider nicht. Das wäre echt eine richtig coole Nummer. Generell finde ich die Karte ein bisschen klein. Wir spielen schon auf Ultra groß. Die gibt es nur im Entwicklermodus. Aber ja, das wäre natürlich der Hammer, ne? Wenn man noch nach unten bauen könnte. Okay, neuer Strom. Was können wir noch machen? Jetzt bauen wir alles. Wo ist Bier denn? Wieso baut er nicht? Bier sitzt gerade und liest ein Buch. Gute Laune soweit. Alles wunderbar. Chemisches Verhungern. Ich glaube, wir müssen mal ein paar Tees bauen. Wir müssen auch mal... Also Forschung dauert ewig, weil wir jetzt gerade natürlich hier an den 4000 Punkten Mikroelektronik... 3000 Punkte Mikroelektronik dran sind. Rex Zeke hat zwar... einen Intellekt von 13, aber es dauert trotzdem eine ganze Weile. Aber wenn wir das haben, können wir, glaube ich, die große Forschungsbank bauen und dann kriegen wir einen Boost. Dann haben wir auch zwei Bänke und die Forschungsbank ist eh gut. Danach kommt auch noch der Multi-Analysator, der macht es dann nochmal schneller. Also wenn wir diese Forschung die nächsten ein, zwei durch haben, kriegen wir einen Forschungsboost. Dann wird es nochmal besser. Gute Nacht, Ishtar. Ja, auf der anderen Seite ist es vielleicht echt gar nicht schlecht, dass wir keine Z-Achse haben und nach unten bauen können. Oder nach oben. Es wäre schon cool, aber es macht es auch irgendwie, du hast ja nie einen Blick drauf, ne? Muss zugeben, das hat mich zum Beispiel bei Evil Genius 2 gestört. Also ich fand es super cool, dass du mehr Platz hattest, mehr bauen konntest und diese verschiedenen Ebenen hattest. Das war bei Evil Genius echt eine ganz coole Nummer, aber auf der anderen Seite musstest du ständig durchschalten und gucken, dass du da nichts verpasst, ob da irgendein Agent langläuft oder sowas. Das ist schon ein bisschen nervig gewesen auch. Ja, die bringen die ganzen toten Viecher da oben hin. Und wie ist das jetzt, ne? Die werden jetzt hier konsumiert. Soll ich jetzt diese Bäume hacken oder wächst das Biophorit, fällt das hier vom Baum runter oder was? Okay, mehr Strom. Hier oben sollten wir auch einen hinsetzen. Staubmantel hergestellt. Der wurde gerade hier irgendwo abgelegt. Ich glaube, das ist er. Oh, schlecht. Oder ist das ein anderer gewesen? Wir haben hier ein exzellentes Eltex-Hemd. Ah gut, das ist aber blutbefleckt.
Du, Kaiowi, für den Gesir müssen wir erstmal ordentlich forschen. Das ist noch gar nicht möglich. Was machst du, Elsicken? Okay. Bringen die mal rein, dann haben wir ein bisschen was im Lager. Legen hier noch mehr Stahlteile rum. Bringen das auch mal rein. Na gut, dann bringen die auch rein. So. So, die ganzen Frettchen sind weggetragen. Das sieht gut aus. Wir spulen, den Leuten geht's gut. Forschung abgeschlossen, Bioferritformung. Ja, das ist unsere Studie gewesen. Dann würde ich mal sagen, gehen wir ins Forschungsmenü. Können jetzt Bioferritformer und eine Platte aus Bioferrit bauen und würden jetzt die Disruptorfackeln auf vielfache Anfrage im Chat mal erforschen. Das kostet noch mal mehr Zeit. Haben wir den Stahl schon reingebracht hier oben eigentlich komplett? Yep. Mittlerweile wieder ein paar mehr Raubtiere auf der Karte. Müssen wir mal aufpassen, dass die Leute hier nicht so viel rumstreunern. Okay. Giftmüll zerfallen, alles gut. Pflanzenbord lädt sich auf, wunderbar. Ich frage mich, warum Bier so lange braucht, die Kleinigkeiten, die wir gerade hier in Auftrag gegeben haben, mal kurz umzusetzen. Oh, Baby kommt bald, in weniger als 6 Tagen. Ja, wir sind vom Timing her ganz gut. Bier isst jetzt erstmal was. Und baut dein Kinderzimmer und so weiter. Wir könnten Babynahrung mal herstellen. Okay, Bier kümmert sich drum. Trägt noch mehr Holz, baut das Babybett. Okay, das läuft. Forschung läuft auch. Jawohl. Amboss startet einen Ambrosia-Exzess. Ah, das war so ein bisschen der Grund, warum ich Ambrosia so ein bisschen verkauft habe, weil die Leute das. Am Ende läuft es immer auf den Ambrosia-Exzess hinaus. Nika dürfte jetzt, glaube ich, ein bisschen Babynahrung aus Pandafleisch herstellen. Nee, kocht erstmal leckere Mahlzeiten. Auch nicht schlecht. Ja, gut, wir gucken nochmal durch. Was können wir bauen? Könnten coolere Türen bauen, aber brauchen wir gerade nicht so wirklich. Produktionstechnisch haben wir alles, was wir können, außer der Schmelzofen. Den brauchen wir, glaube ich, zum Schmelzen, ne? Sklavenausbruch. Och, kann passieren. Was ist los, Nika? Soll jetzt eigentlich kochen und jetzt brichst du aus. Rex Zeke, Alarm. Bitte mal. El Zock bitte auch. Vielleicht macht El Zock das auch ganz alleine. Ist jetzt doch nicht zu strong. Oha, ganz schöner Hit.
Alter Schwede. Das wächst sich. Du kannst wieder zurück. Das macht der Zock selber. Nein! Okay. Ah, ich wusste, ich hätte nicht den Vampir nehmen sollen. So, das war's mit Nika, unserem Sklaven. Hat ein paar Mahlzeiten gekocht, ist dann leider aufgrund eines Gefängnisausbruchsversuchs ums Leben gekommen. Wir haben hier noch Olivor. Olivor ist aber auch wieder ganz gut dabei. Rechte Niere, linke Lunge, hatten wir gesagt. Und dann opfern wir mal. Wobei, wir müssen ja eigentlich auch aufs Blut aufpassen. Wie viele Blutreserven haben wir noch? Nur noch eine? Echt? Da müssen wir aber mal ein bisschen... Naja, wir können ja zur Not immer die Leute beißen. Wieso gibt es da keinen Mechanismus, das anders zu lösen? Ja, gut, das ist, wenn die um ihr Leben kämpfen und ausbrechen wollen, dann kämpfen die vielleicht bis zum Tode. Um zu versuchen, den nicht zu töten, sollte man versuchen, stumpfe Waffen zu benutzen, vielleicht sogar nur die Fäuste. Das ist zumindest mein Weg. Nicht mit Schwertern oder Äxten auf die losgehen oder Sturmgewehren, sondern versucht die mit Fäusten einfach bewusstlos zu prügeln. Damit habe ich den meisten Erfolg. Das war jetzt ein bisschen Pech, weil wir natürlich auch den ultrastarken Vampir jetzt dafür benutzt haben. So, Bier ist mal wieder dabei. Hat sogar eine Maske aufgesetzt, um jetzt Olivor seine rechte Niere zu entnehmen. Amboss immer noch am Ambrosia konsumieren. Ja, Nika wird direkt in den Kühlschrank gelegt. Ich glaube, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schlachtaufträge sind mal wieder angesagt. Und hier unten. Ja, hat geklappt. Jetzt bringst du das hier ins Lager. Das ist in Ordnung, weil man braucht ja die Körperteile nicht kühlen, ne? Wie war das? Frage ich mich immer wieder neu, aber ich glaube nicht. Nee. Okay, Elsicken kann wieder ein bisschen Stahl transmutieren. Oder mach mal den Tisch. Was ist, wenn du den Tisch... Machst du den jetzt zu Gold, Uran, Jade? Nett. Ist ganz nett. Goldtisch, Leute. Was machen wir denn jetzt mit einem Goldtisch? Der ist halt zu klein. Aber schöner Goldtisch. Könnte man natürlich hier reinstellen, in die Schlafzimmer. Da freut sich jemand. Oder wir stellen ihn hier in den Gemeinschaftsraum. Hier so in die Ecke. Gute Schütze sollten einen Skill haben, mit dem sie auf die Beine schießen. Ah, okay. Ja, könnte man machen. Zock schlecht drauf. Ja, wegen den geschlachteten Menschen und den entnommenen Organen. Ja, wir müssen mal wieder in 15 Stunden ran und deine Ideologie dir ausreden. Aktuell bei 68%.
So, jetzt haben wir hier den Schmelztisch. Der verbraucht eine ganze Menge Strom. Aber jetzt können wir hier das Messer recyceln, den Streitkolben recyceln. Ah. Das recyceln. Ist ja jetzt ein bisschen nervig, das. Na? Warte mal, kann ich das? Ah, so geht das. Recyceln. Recyceln. Den biokodierten Zeushammer. Ah, den kann man nicht recyceln. Kann ich einen biokodierten Hammer verkaufen? Ich lasse mal eine Axt hier liegen, die können wir vielleicht noch gebrauchen. Jetzt müsste das doch klappen mit dem Recyceln, oder? Das beobachten wir mal. Strom ist auf jeden Fall da. Reicht das jetzt oder soll ich hier, muss ich hier noch zusätzlich zu der Mod? Nee, ne? Das müsste doch jetzt reichen. Beobachten wir das mal, ob irgendwer hier anfängt zu schmelzen. Genau, das ist eine Mod-Knallerbse. Deswegen gucken wir gerade, wie das läuft, wie das funktioniert. Lassen sich ein bisschen Zeit. Was ist das für ein Job? Ist das mehr so Handwerk, oder? Wäre das Amboss? Amboss schläft gerade. Daran liegt es wohl. Endlich alles gebaut, ne? Wisst ihr was? Ich würde jetzt mal die Verteidigung weiter ausbauen. Die Granitmauer. Machen wir mal so, ja? Keine Ahnung, Ray. Normalerweise kriegt man durch Recyceln aber das Material, aus dem der Gegenstand ist. Stahl. Meistens. Grüß dich, Unterhausenwichtel, Zeus.